Wenz, was geht ab? Willkommen zurück zu Mega Adventure. Mir fällt gerade auf, Fuego ist kinda out of place in diesem Team Overlay Dingens Kack. Ja, wir sind, glaube ich, kurz davor, die Team Twitch Prime Headquarters zu stürmen und unseren Cock ins Gesicht zu schlagen. Obwohl es charaktertechnisch nicht passen würde, aber es ist trotzdem so, wie es ist. Ich hoffe natürlich, ihr seid gut gelaunt, ihr habt Bock, denn ich habe es definitiv nicht. Warum ist das so? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Nein, ich habe Bock. Ich habe Bock. Ich habe auf jeden Fall Bock. Ich habe auf jeden Fall Bock. Aktuell laufen mir gefühlt 3 oder 4 Projekte gleichzeitig. Ich hoffe, ich übernehme mich nicht schon wieder, weil ich wollte ja Content in Maßen machen. Aufnehmen tue ich gefühlt jeden zweiten, dritten oder vierten Tag oder so. Das ist ganz cool. Immer so 1, 2 Folgen. Manchmal auch einmal Hollow X, manchmal Mega Adventure oder Boromon. Ne? Ich hoffe, wie gesagt, das bleibt alles so und ich verliere nicht das Interesse an einem Projekt, bevor es zu Ende ist. Ich hoffe es. Warum hat der Typ so viel Schaden gemacht? Holy shit, war das Damage. Warum macht er so viel Schaden? Diesen fucking Mr. Slime. Ich kann jetzt schon wieder heilen gehen. Holy shit. You are so fast and strong. You are stronger than me. Yeah. Natürlich. Duh. Gut. Ich glaube, Sandra hat den Experience Share, oder? Sandra? Ja. Okay. By the way, was mir noch aufgefallen ist, nach der letzten Aufnahme habe ich nochmal in die Aufnahme geschaut und es hat einfach ein Adamant Nature. Perfekt, Bruder. Einfach gut. Ein Full Restore hat sie ja. Okay, take ich. So, wir heilen einmal und dann geht's weiter in der Mega Adventurous. Freunde, wenn euch dieses Projekt gefällt, lasst einen Daumen nach oben. Der Support ist kein Mord, Alter. Ihr wisst Bescheid. Und falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann geht euch... Das spreche ich nicht aus, aber ihr wisst, was ich meine. Abonniert den Kanal. So. Was haben wir hier? Hey, Kid, don't go in there. Cut this rope for me. Why do I have to listen to you? I don't even know myself. Strongest Mega Evolution of all is... Oh, hey, this is a secret. Okay. Noch ein Full Restore? We take those. Nach geheimen Items habe ich mich jetzt nicht so dran gehalten, beziehungsweise Ausschau gehalten. Warum ist hier einfach ein Static Encounter... Nämlich? Warum ist hier aber einfach ein Static Encounter random mitten im Nirgendwo? Einfach vor einem Gebäude? Who knows? Weiß der Entwickler überhaupt das? Ich bezweifle es. Okay, wie können wir es Damage drücken, ohne Damage zu drücken? Hex. Es war effektiv, aber Böhr... Wir gehen in Mr. Slime. Mr. Slime. Warum frisst du so viel Schaden, Mr. Slime? Scald. Scaldy. Ja, den Burn wollte ich jetzt nicht haben. Den wollte ich nicht haben, wenn ich ehrlich bin. Ich hätte Body Slam machen sollen, es resistet. Wenn ich es jetzt mache, könnte es maybe too late sein. Ja, wir probieren es einfach. Oh, Refresh. Okay, cool. Nice. We take those. Und nochmal. Habe ich gesagt, dass ich Pokémon eigentlich hasse? Habe ich das mal schon erwähnt, dass ich Pokémon eigentlich hasse? Was habe ich zum Heilen? 9 Super Potion. Ich glaube, ich benutze 1. Eine Super Potion. Da benutze Refresh. Das ist okay. Der ist okayisch. Und machen wir noch einen Body Slam. Ich hasse Pokémon.
Ernsthaft, ich bin wieder kurz davor auszurasten. Dieses Kackspiel, ne? Ach, ich gehe einfach jetzt in irgendwie resisten die Scheiße. Oh Gott. Okay, was machen wir jetzt? Ich glaube, ich kill ihn, egal was ich drücke, oder? Glaube ich. So. Alle seine Psychoattacken sind wir immun und den Rest sollten wir resisten. Falls überhaupt was hat. Ich glaube, er hat nur Zen Headbutt und Psychic, oder? Glaube ich. Ich werfe jetzt mal einen Great Ball. Falls er nur die Attacken hat, dann kann er Urban halt gar nicht touchen. Ja, okay, gut. Ich dachte, er hätte noch was wie, keine Ahnung, Body Slam oder so. Wir machen jetzt Darkest Lariat, weil Fire Fang und Blast Burn effektiv sind. Ich meine, das ist auch Step. Sollen wir es killen? Killen wir es? Is whatever. Es überlebt sogar ein Crit. Auf one. Auf literally one. Bruder, ich habe wieder meinen Taschenrechner rausgenommen. Ich wollte euch natürlich euch allen Angst machen. Hab es kalkuliert, hab gedownloadet die Damage-Zahlen, hab's auf meinen Server abgeloadet und hab Darkest Lariat geklickt. Yep. Yep, Cock. Let's go, Bruder. Ach, Sash, man. Ich will nicht so viele Bälle verbrauchen, weil Jirachi ist nur Jirachi. Ich meine, ich hatte es in der Soul Link und es hat mich tatsächlich gecarried. An manchen Stellen. Aber es ist trotzdem nur ein Jirachi and I don't give a fucking flying ass. Oder I don't give a rat's ass. Ich werfe jetzt sogar meinen Ultraball. Yeah, I don't give a fucking flying shit. Verpiss dich jetzt von meinem Screen, du dawst mir zu lange, ernsthaft. See you later, Alligator. So. Ist jetzt nicht so tragisch. Ich glaube, ich hätte es eh nicht benutzt, wenn ich ehrlich bin. Zink, nice. Haben wir irgendwas, was geschwächt ist? Yes, zwei Pokémon. Gehen wir zum Pokémon Center. Na, komm, wir benutzen Potion. Wir sind wahre Männer. So. Ich glaube, ich habe noch normale Potions. Glaube ich. Nee, die habe ich aufgebraucht. Ist okay. Bleiben ist nicht voll, aber... Warum greift man Static Encounter an? I don't get it. Get the fuck out of my screen. Nein, du hast gerade ein Hollow XS protected. Und das dreimal. Alter, du bist so eine Bitch, ne? Wenn du jetzt auch wieder dreimal Protect hintereinander kriegst, dann kick ich dich ins Gesicht. Danke. Was eine Ho, Alter. Da krieg ich die Hollow X Flashbacks. Ist die Augen und hier aussieht, Alter. Lul. Idee. Okay, die wollen nicht kämpfen. Das ist klar, weil die gegeneinander kämpfen. Können wir durch die Draschel durch? Nö. Okay, gut. Hier können wir... Ich wollte die Knackser ansprechen, aber ich bin mir sicher, die werden auch nur wahrscheinlich einen Sound machen und nenne ich. Rest the Shadow Ball no Jutsu. Easy Clap. Easy Clap. Level 30. Linononononononin. Flame Burst wird, glaube ich, nicht killen, es könnte Biss haben. Ich gehe ins Krieg. Die Krie braucht legit mal Flügelschlag. Ich glaube, wir haben nur Schnabel drauf. Oh, cool. Es macht den Mudsport, Junge. Ja gut, ich mache einfach einen Volt-Switch. Was anderes haben wir hier nicht wirklich. Nimm den Expert-Belt, steck ihn in deinen Anus, Digga. Den bekommen wir eh nach dem Kampf wieder. Hoffentlich. Hoffentlich. Okay, ich geh einfach ins Ziel. Scheiß auf. Wir riskieren den Biss. Wir sind wahre Männer. We don't care.
killt nicht mal. Trotz Life Orb. Damn. Damn. Okay, kannst du jetzt bitte aufhören? Das war ein Crit. Nein? Mm-mm. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Du bist eine fucking Ho. Send it in, man. Was eine Bitch, Alter. Quick Attack killt? Naja, wir sind 29, nie im Leben. Und wieder ein Crit. Es hat die Ability, dass es fünfmal. Ja, es hat die Ability, dass es fünfmal tappt. Ja. Yeah. Ja, bin ich mir sicher. Ich glaube nicht, dass jemand so lucky ist und zweimal hintereinander 5 kriegt. Außer ein NPC. Kinda true so. Jetzt müssen wir aber zurück zum Pokémon-Center. Ah, Sash, Alter. Goddammit, Mann. Ist schön, die Experience snacken können. Egal. Egal. Er ist eine Nuzlocke, wären wir schon längst gestorben. Bei der Arenaleiterin, das kleine Kind hat uns einfach deleted. Kam einfach mit einer Feenattacke auf ein Drachen-Pokémon, muss los, Alter. Muss fucking los, Alter. Und dann kam, was kam das? Das meiste Griff kam auch mit einer Attacke, die es normalerweise nicht konnte, ne? Ich glaube Antikraft oder so, ich bin mir nicht mehr sicher. Irgendwas crazyes, ja. Ich weiß nicht, wie das existiert. Es könnte ein Bug im Randomizer sein, wie ich es ja meinte, dass Pokémon und so randomized sind und die Attacken irgendwie auch dann zu dem Pokémon natürlich gehören. Aber manches vielleicht fest ist oder so. Warum flinchen wir die ganze Zeit, Mann? Danke. Holy shit, sind wir underleveled, Alter. Aber dadurch wird das Projekt doch eher spannend, oder nicht? Das ist by the way ein Encounter. Auch wenn es kein Nuzlocke ist. Und es ist Don't Fuckle with the Shuckle. So. Oh, ein Shiny Metagross. Läuft bei ihm. Encarnimani! Cool, brauchen wir aber nicht, weil wir ein Perfect Totodile haben. Nicht Totodile, wie heißt die Weiterentwicklung? Keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine. Rare Candy. Okay, we take those. Piplup. Kinda nice, will ich aber nicht haben. Wasser-Pokémon haben wir tatsächlich genug. Udra. Hat es Siedewasser? Nee. Wir machen legit keinen Schaden. Hat aber Mundgeruch und crittet uns und paart uns. Was ist denn los heute, Alter? Ich könnte kotzen. Kein Feen-Pokémon. Ein Eisstrahl oder so, ne? Gehen wir in Urban. Hat Beast nochmal. Nichts. Ja, wir gehen in Urban. Blast Burn ist resisted. Wir müssen Darkest Lariat drücken. Mach. Ein Bulk up? Ja. Okay. Mach noch einen. I'm greedy. Jetzt aber. Wow. Raindance, ist okay. Er hat aber, glaube ich, keine Wasserattacke, sonst hätte er die schon gedrückt.
als Alakazam. Kann uns nichts anhaben, es regnet. Darkest Lariat. Tot. Okay. Alter, es ist echt scary irgendwie. Es ist irgendwie echt scary. Weil wir heute, erst als wir, ich, ne, werden nur gehext. Double Para, Doppelmillion Flinges. Crazy. So. Nochmal eine Super Potion. Dann die Para wegmachen mit Beeren. Sollten wir Safe Call welche haben. Obwohl, wir haben ja noch ein paar Orange Berries. Können wir auch benutzen. Zack. Zack. Poison Sleep per Releases. Nice. So. So. Dann geht's weiter. Okay. Alles klar. Ein Apokalyp. Ist auch zwar wieder Wasser, aber Geistwasser. Kinda nice ist. Ist echt kinda nice, aber irgendwie will ich es nicht haben. Also irgendwie wollte ich schon haben, aber irgendwie, ja. Yeah. Was ist hier unten? Ein Megastein, den bekommen wir aber nur von der anderen Seite. Oh, New Wild. Brauchen wir nicht. Im Farbigel. Oh. Ich möchte schon gern Schutz einsetzen, aber lass es mal. Vielleicht gibt es ja auf jeder einzelnen Etage andere Pokémon. Wenn der Ersteller natürlich großzügig war, so Tortwick boosten war direkt wieder zurück in seinen Pokéball. Der Crit war unnötig, aber Sears Mad kann ich verstehen, wäre ich auch. Wenn ich geflincht und geparat werde. Ditto! Gut, dann machen wir einen Shadow Ball wegen Wandler. Wait. Oh, yeah. Stimmt ja. Obwohl, hat das erst in den neueren Games Wandler? Oder Doppelgänger oder so, wie die Ability heißt. Weil ich dachte, es verwandelt sich jetzt direkt. Ah, okay. Gut. Oh mein Gott. Da ist endlich ein Feen-Pokémon. Auch zwar wieder Wasser, aber es ist Fee. So, we take those. Wegen dem Beast. Ich kann zwar keinen YOLO-Ball werfen. Encore. Ist okay. Ist okay. Leaf Blade könnte killen. Wir machen Axe-Scissor. Nice. Bubble Beam, Alter. So. Zwei sollte sie noch taggen, außer wir bekommen einen Crit. Wait. Okay, perfekt. Perfekt. Ich dachte nämlich gerade, wir hätten eine Max-Roll bekommen. Und jetzt, weil sich das hier aufbaut, würden wir sie killen. Aber dem war nicht so. Dem war nicht so. Deswegen habe ich gerade Wait gesagt und dann nicht mehr weiter geredet. Primarine. So gut. Nice. Easy clap. Easy clap. Agility, nein. So. Oh, so gut. Würde ich auch, glaube ich, ins Team aufnehmen. Einfach wegen dem Feentypen. Und ich nenne es Asha, einfach weil es singt ja und es ist männlich. Seht ihr? Asha, Sänger, damals R&B. Geiler Sänger. So. Nice, Alter. Fühle ich. Ein Cognodon würde ich auch fühlen. Tatsächlich. Ein Gesteins-Pokémon. Ja. Ich hätte es, glaube ich, vielleicht sogar killen sollen. Einfach für die Experience. Okay, Pudox fühle ich jetzt nicht so sehr.
Aber ich kill dich einfach. Galagladi. Wir brauchen kein Kampf-Pokémon. Was bist du? Esladero. Okay. Okay, das juckt mich auch nicht so. Ach, es ist Luca. I see. Hurry up. Special Disguise. Alter, denkt auch, er wäre ein Naruto-Mitglied oder so. Special Disguise, no Jutsu. Ew, get the fuck out of my screen, ho. Max Potion, okay. Ampharos. Ja, ist ein gutes Pokémon. Vor allem mit den Drachentypen. Ich glaube, das kriegt ein Drachentyp in einem Mega, ne? Ich weiß gar nicht, ob wir Ampharos Need haben, aber kann man gebrauchen und das killt uns nicht. Okay, wird es nochmal droppen, das heißt, ja, wir können um Mr. Slime gehen. Beast, pennt halt. Elektroattacken machen eh nichts, von daher. Scald ich dich, du Bitch. Oder Mudbomb. Ja, Mudbomb, das wird nie im Leben killen. Nie im Leben. Ja. Gut, Scald könnte killen, Body Slam wird nicht killen. Wenn wir Glück haben. Ja, ein bisschen langsamer, stimmt ja. Wollte gerade sagen, wenn wir Glück haben, kriegen wir vielleicht Hex, aber wir sind ja langsamer. Von daher spielt keine Rolle. Ah, jetzt wünschte ich hätte den Speed-Up-Button. Oh Gott, er geht hier immer wieder auf Fight, stimmt ja. Come on, Ampharos, please. Please. Easy clap. Ich bin einfach Pokémon Master. Ich fange jedes Pokémon nur mit Pokébällen. Ich sag's ja, andere Bälle sind einfach overrated. Takedown, was war das nochmal? A reckless full body charge attack for slamming into the forward also damage the user biddle. A biddle. Nicht a little, sondern a biddle. Ja, wir gehen Tackle weg, warum nicht? Nice! Ampharos! Nice, Alter! Merlin. Ja, Mann, fühl ich, Alter. Er ist Merlin. Gut! Friends und Friendines, das würde ich aber dann hier als auch Cliffhangerus machen. Der Satz hat gar keinen Sinn ergeben, aber ihr wisst, was ich meine. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst dem Ganzen einen Daumen nach oben da. Support ist kein Mord, wie immer. Die Stars Ananas. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach im nächsten wieder. Macht's gut, ich bin raus. Peace.